Chicago statt in Karlsruhe. Das ist ja das, was bei allen anderen Parteien auch im Parteiprogramm steht. Ja, ich weiß es, aber das ist nicht richtig. Und ich kriege den Schäuble recht. Der sagt, wie wollen wir denn auch? Der Schäuble muss zusehen, dass er die Schuhe runterkriegt und die kommen an und schmeißen immer wieder alles raus. Wofür denn gerade? Dinge wie zum Beispiel die FDP für steht, unsere Soldaten, die da jetzt sind. Das ist korrekt, das ist richtig. So müssen unsere Soldaten mehr Freiheit haben. Und nicht immer nur noch aufpassen müssen, dass sie keinen Zivilisten treffen. Um Gottes Willen, die Partisanen natürlich, war nicht das Unterkrieg damals. Die kann man nur bekämpfen, indem man mit aller Härte durchgreift. Und wenn man welche geschnappt hat, einen Gefangenen, der gar nicht denkt, gleich am nächsten Baum auffällt. Und die anderen dann sehen, hauen sie ab. Warum nicht? Haben wir auch getan. Nichts, aber eine andere Zeit. Ich will mal was sagen. Wir saßen auf dem Panzer. Und du fährst in rot-weiße Fettung da draußen. Da kommst du angefahren, da ballern welche aus der Häuser raus und schießen die Soldaten, deine Kameraden vom Panzer und dort. Machst du das? Das ist aber alles nicht richtig. Ja, was machst du denn? Das ist aber alles nicht richtig, was da damals gelaufen ist. Wir können ja froh sein, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Nein, das ist ja in Ordnung. Nur was wir getan haben, war richtig. So waren die Partisanen, ruckzuck weg. Ja, anders kriegst du nicht weg. Das ist genau mit unserer Gesetzgebung, mit den Verbrechen. Dann wird er, der hat 4 Stück umgelegt, wird nach 15 Jahren wieder freigelassen, kann er nochmal wieder ein Kind umlegen. Kinders, das ist eure Aufgabe. Für vernünftige Gesetze zu sorgen. Und nicht jeder Richter, ach, der ist nicht so gefährdet, der kommt wieder hin. Ja. Fangt mal an. Sie sind jung. Wir müssen das jetzt alle in die Hand nehmen und scharf durchfahren. Aber die fast 2 Millionen, die kriegen wir nicht mehr Leute. Schönen Tag noch. Tschüss, mach du. Ja, strange Einstellung. Wie wappnet man sich davor, wenn man solche Dinge mitgeteilt bekommt? Weil sowas gibt es halt immer wieder. Also ist natürlich schon wirklich sehr, sehr strange. Und ich gehe mal davon aus, dass natürlich Leute der Altersgeneration ihnen auch oftmals ihren Frust so entgegenbringen, oder? Ja, aber ich meine, das ist ja keine Einstellung, also die man in der Politik vertreten kann. Wir sind froh, dass wir aus der Zeit raus sind und dementsprechend kann man halt nichts dagegen machen. Haben Sie häufiger schon solche Situationen erlebt bei Ihren, also, wo die Frustration dann auch in solchen Extremen rüberkommt? Ja, also war auch für mich ein ungewohnter Moment, dem mal beiwohnen zu können. Teilweise gibt es halt auch Gewalt, wenn man da Wahlkampf macht. Und Wie ist das Ihnen entgegengekommen bisher? Sachen von den Ständen schmeißen, die in die Stände treten oder beleidigen, das ist halt Standard. Ist das altersspezifisch festzumachen? Nee, genau. Also egal ob alt oder jung, man hat das in allen Formen schon erlebt. Ja. Also das nicht die radikalen Jungen, wie man sie vielleicht gerne beschreiben möchte. Ja. Das ist halt auch überall, das haben wir auch schon erlebt, dass es an Nachbarständen von uns war, von anderen Parteien, aber... Und körperliche Gewalt auch schon irgendwie, dass die Leute sie angerempelt haben oder versucht haben, die zu... Ja, angerempelt haben, Hand weggeschlagen, aber so großartig ist noch nichts passiert. Ja. Dass mich einer versucht hat, vom Segway runterzutreten, aber... Ja, das sind natürlich auch Erfahrungen, die man dann halt mitmacht. Ja. Das ist schon heftig. Naja, also man erkennt daran, Wahlkampf ist ein hartes Geschäft, nicht nur in der Argumentation, sondern auch in dem Erwehren sich mancher Äußerungen, Ansichten und auch Handhabungen höchstwahrscheinlich. Sie fahren ja jetzt gleich noch unten zum Schlossplatz. Sind Sie mit dabei nachher? Ja, mit dabei. Dann sehen wir uns nachher nochmal wieder und ich sage erstmal in diesem Zusammenhang, tschö, bis nachher. Bis gleich.